see the sky filled with flying carpets in the most unique aerial battle ever filmed. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal. Und ihr habt's Thumbnail und Titel bereits entnommen. Es geht weiter mit den Reviews, gell? Ich habe so viele Filme hier noch rumliegen, die werden alle nacheinander reviewed, gell? Vor allem, wenn sie in einem Mystery-Paket und in einer Kanalspende gewesen sind, ja, als Ehrung, als Dankeschön, sowieso, gell? Und der nächste Film, den habe ich mir blind rausgesucht, aus dem großen Konvolut vom lieben Tobi, ja, aus dem bereits bisher größten Mystery-Paket überhaupt, gell? Da habe ich also blind reingegriffen und den folgenden Film rausgefischt, gell? Und es handelt sich also um den Fantasy-Film, Märchenfilm Im Bann des Kalifen aus dem Jahre 1979 von Regisseur Kevin Connor, ja? In der Hauptrolle oder in einer der Hauptrollen Christopher Lee, die Legende schlechthin, gell? Und ja, den Film habe ich eben so, denn er ist, wie gesagt, aus dem großen Konvolut vom lieben Tobi. Tobi, nochmal vielen lieben Dank, gell? Und wir wechseln kurz die Perspektive, schauen uns dieses Mal wirklich nur die DVD an sich kurz in Ruhe an und danach gibt es meine Meinung und Kritik zu dem Film. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Ja, liebe Freunde, und hier ganz kurz die DVD als solche. Und diesmal stimmt das auch, denn es ist nur die DVD in einer schönen, ja, Schutzfolie, gell? Eben aus dem großen Konvolut vom lieben Tobi, wo die Filme alle so drin waren, gell? Tobi, noch einmal danke dafür. Also ihr habt ja noch mal schnell das Cover Im Bann des Kalifen, DVD, freigeben ab 6 Jahre, Studio-Kanal, Cinestrange Extreme, Primetime. Ja, hier habt ihr das Motiv. Ja, und das war auch schon das Produkt als solches. Ja, Freunde, und jetzt eine kurze Inhaltsangabe und meine Meinung zu und Kritik zu dem Film Im Bann des Kalifen aus dem Jahre 79, gell? Also wie gesagt, ein Märchen, ein Fantasy-Film. Aber worum geht es? Die Story kurz angerissen. Also Christopher Lee spielt hier den bösen Kalifen Al-Khazar, der über die irakische Stadt Jadur herrscht, gell? Er hat Zugriff zur schwarzen Magie. Er kann zum Beispiel mit Kraft seiner Kräfte kann er Unwetter erzeugen, ja? Und er hat die Stadt fest unter seinem Griff. Er hat eine Ausgangssperre verhängt. Also alle, die nach einer gewissen Zeit noch auf der Straße zu finden sind, ja, die werden von seinen Schergen gnadenlos getötet. Ja? Al-Khazar hat seine eigene Seele in einen Spiegel verbannt, damit er in Ruhe, ja, böse sein kann. Ja? Und mit diesem Spiegel kann er auch jederzeit alles und jeden beobachten. Ja? Al-Khazar möchte unbedingt in den Besitz der Rose von Elil kommen. Wenn er diese Rose besitzt, ja, dann bekommt er Allmacht, dann ist er allmächtig und mit dieser Rose, also mit dessen Hilfe, möchte er eben dann die Weltherrschaft noch an sich reißen. Ja? Der Haken ist aber nur, die Rose von Elil kann nur von einer reinen Person, ja, gefunden, geborgen werden und nach Jadur gebracht werden. Denn die Rose von Elil ist ein Symbol des Guten, der Barmherzigkeit, ja, der Liebe. Ja? Also das heißt, ein böser Mensch, ein schlechter Mensch wird diese Rose gar nicht finden können und wird sie auch gar nicht berühren können. Ja? Und so kommt es Al-Khazar gerade recht, dass der Prinz von Bagdad in die Stadt gekommen ist, also ein Fremder, aber ein Mensch mit einer reinen Seele. Er lässt ihn verhaften und fingiert aber auch, dass dieser, ja, ausbrechen kann und ein paar Schergen von ihm ausschalten kann, quasi als Prüfung, ob er auch, ja, dazu befähigt ist, dieses Abenteuer zu bestreiten und die Rose von Elil, ja, überhaupt zu finden und
nach Jadur zu bringen. Besser gesagt, zu ihm selbst, ja, zu Alcazar. Also, Alcazar aber hat noch eine Stieftochter, ja, die im Palast quasi gefangen ist. Sie sitzt quasi in einem goldenen Käfig, sie hat den Palast noch nie verlassen. Eine wunderschöne Stieftochter, gell? Die hält also Alcazar da quasi gefangen, weil er seinerzeit ja den Originalkalifen von Jadur ja ermordet hat, um an dessen Stelle zu treten. Ja? Und die Stieftochter ist jetzt also quasi ja sein Prunkstück, sein Ein und Alles so gesehen. Oder er hält sie quasi in diesem Palast gefangen, also ein goldener Käfig, so möchte man sagen. Gell? Alcazar verspricht dem Prinzen von Bagdad seine Stieftochter zur Gemahlin, wenn er eben für ihn die Rose von Elil ja findet und zu ihm bringt. Ja? Er willigt ein, also der Prinz von Bagdad willigt ein. Er bekommt noch einen Leibwächter an die Seite gestellt, ja, und einen fliegenden Teppich. Und dieser fliegende Teppich ist darauf programmiert, automatisch zu dieser Rose, also dahin zu fliegen, wo diese Rose ist, nämlich auf einer Insel, die Insel von Elil. Ja? Zeitgleich gibt es da aber auch noch einen kleinen Jungen und sein Totenkopfäffchen. Und der kleine Junge, der ist edelmütig, er ist friedlich, er wird aber von allen immer nur Kakerlake genannt, ja, also abschätzig. Und als dieser Junge eben einer ja, blinden Bettlerin zur Seite steht, ja, ihr hilft, bekommt er zum Dank das Juwel von, bekommt er ein Saphir geschenkt, der Saphir von Aladdin, ja. Und in diesem Saphir von Aladdin ist ein weiblicher Djinn drin, eben die wahre Form der alten Frau, der er beigestanden ist, und da hat sich ein Fluch gelöst und jetzt ist der Geist, also der weibliche Djinn, wieder frei und lebt nun in diesem Saphir von Aladdin. Und dieser weibliche Djinn sagt dann dem Jungen, du hast nun drei Leben quasi frei, also du, wenn du dreimal in Lebensgefahr gerätst, musst du nur meinen Namen sagen und ich rette dein Leben, gell? Und diese Fähigkeit müsse er auch schon bald benutzen, denn er würde auf ein Abenteuer sich aufmachen, ja? Okay? Und so kommt es dann, als dieser kleine Junge von Banditen ja umstellt wird, wegen dem Edelstein. Aber der Edelstein, der ist nur für den Jungen ein wertvoller Edelstein. Wenn ihn andere anfassen, verwandelt er sich in einen Pfirsichkern, ja? Also das heißt, der Junge kann den Stein auch nicht verkaufen oder sonst was damit machen. Er muss ihn behalten, denn für alle anderen ist er nichts weiter als ein Pfirsichkern. Aber für ihn ist es halt eben der Saphir von Aladdin. Und als halt er eben von Banditen umstellt wird und getötet werden soll, ruft er das erste Mal den Namen des Geistes, des weiblichen Djinns in diesem Ding, gell? Und er landet dann auch automatisch auf dem fliegenden Teppich von Prinz Hassan, der gerade auf dem Weg ist zur Insel von Elil, und dessen vom Alcazar zugefügten Leibwächter. Ja? Und so begeben sich also alle drei auf ein fantastisches Abenteuer auf der Suche nach dieser Rose. Und ja, werden sie die Rose finden? Ja, okay, das kann ich sagen, sie finden die Rose. Aber ihr wisst es ja, Alcazar hat damit Böses im Sinn. Ja? Wie geht der Film weiter? Schaut ihn euch selbst an. Gell? Was ich noch sagen kann ist, wir haben hier Gastauftritte von Mickey Rooney und Peter Cushing, aber die Rolle von Peter Cushing ist so klein, und also zumindest in der Fassung hier, die ist wirklich so winzig, die ist nicht der Rede wert. Gell? Mickey Rooney hat eine etwas größere Rolle als so eine Art Zauberer von Oz, ja, so ein Hochstapler, der mit großen Maschinen Monster vortäuscht, um Leute eben von der Insel zu vertreiben. Das ist so ähnlich wie beim Zauberer von Oz, der ja auch irgendwie so tut, als könne er zaubern, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Gell? Aber wie gesagt, die Nebenrolle von Peter Cushing ist kaum der Rede wert. Also, die zusammengefasst, vielleicht gerade mal eine Minute, sieht man ihn. Ja, ja, und wie gesagt, die drei suchen also eben nach der Rose von Elil und sie bekommen es da auch mit einem bösartigen Djinn zu tun.
und halt eben mit Mickey Rooney und so weiter und so fort, gell? Und ihr wisst es ja, wie ich schon gesagt habe, der Kalif Al-Azhar, der hat Böses damit im Sinn. Kommt er in den Besitz dieser Rose? Wie geht es weiter? Ja, schaut euch den Film selbst an, gell? Also soweit zur Story, okay? Kommen wir kurz zu meiner Bewertung und dann war es das auch schon wieder. Ja, ein nettes Fantasieabenteuer, so 1001 Nacht mäßig. Ja, fliegende Teppiche, ja, ein Klischee, aber das gehört nun einmal zur, ja, weiß nicht, arabischen Fantasy-Welt irgendwie dazu, gell? Fliegende Teppiche, ein bisschen Monster-Action im Sinne von ein bösartiger Djinn und diese riesigen Metallviecher von Mickey Rooney. Ja, also der Film ist ab 6 Jahre, obwohl aber hier doch oft von Kehle durchschneiden gesprochen wird, von Knochenbrechen und auch der ein oder andere Mensch von einem Säbel erstochen wird. Gell? Trotzdem ist der Film nur ab 6 Jahre. Ja, kann man machen. Und ganz ehrlich, wenn ich Kinder in dem Alter hätte und ich wäre dabei gewesen, ich hätte den Film auch schauen lassen. Gell? Ja, ja, es ist eher ein Fantasy-Film, ein Märchen. Ja, also ein unterhaltsam, ja, unterhaltsam, nett, aber relativ harmlos. Gell? Also die FSK 16, ja, meinetwegen. Aber es gibt dann doch den einen oder anderen Toten, wenn auch nicht blutig. Und es wird oft von Kehle durchschneiden gesprochen. Also da muss man dann als Elternteil dem kleinen Kind vielleicht dann doch erklären, ja, wie ist das jetzt gemeint, gell? Und das ist nur ein Film und so weiter, ihr wisst schon. Aber okay, meinetwegen, freigeben ab 6 Jahre. Also noch einmal kurz zusammengefasst, ja, ein unterhaltsamer Fantasy-Film im arabischen Raum. Ja, Christopher Lee, eine Schauspiellegende, was soll man da noch sagen? Mickey Rooney war auch eine Legende, lebt ja auch nicht mehr, gell? Peter Cushing sowieso. Ja, und aber alle anderen habe ich jetzt nicht gekannt, muss ich ehrlich sagen, aber das muss ja auch keine Rolle spielen, gell? Also alles in allem ein nettes Fantasy-Märchen-Abenteuerfilm, ja? War in Ordnung. Und es gibt am Ende ein fliegender Teppich, Kampf, ja, so, das habe ich so in der Art auch noch nicht gesehen. Ich zumindest nicht, gell? Das war auch mal wieder eine neue Sichterfahrung, so fliegende Teppiche im Kampf, ja, okay? Also, ein netter Fantasy-Film. Und da es ja jetzt hier dieses Mal explizit kein Horrorfilm ist, machen wir es hier anders. Ja, der Film, der kriegt von mir, ja, 7 von 10 Edelsteine, ja, okay? 7 von 10 Edelsteine, war unterhaltsam, aber in Summe doch, ja klar, die FSK kann es verraten, aber in Summe doch eher ein Film für die etwas Jüngeren unter uns, möchte ich sagen. Aber dennoch, er hatte tolle, charmante Effekte, eine tolle Story und Christopher Lee, hallo, der lohnt sich immer, oder? Ist das so? Ja. Und wäre der Film jetzt nicht in einem Mystery-Paket gewesen, ja, dann hätte ich den jetzt hier auch nicht besprochen. Ja, ich habe das jetzt, zum einen habe ich den blind gezogen und zum anderen war er in einem Mystery-Paket, eben vom lieben Tobi, und dann wird er auch mit einer Review gewürdigt, gell? Aber ansonsten wäre das jetzt nicht die Art von Film, die ich jetzt hier auf meinem Kanal präferieren würde, aber das macht nichts, gell? Ich habe ja auch die Playlist andere Genre und da passt er gut rein. Aber im Grunde ist es doch eher schon fast ein Kinderfilm. Ein bisschen zu zahnlos, harmlos. Ja, okay, aber ich habe ihn jetzt gesehen, reviewed, auch als Dank, dass ich ihn geschenkt bekommen habe. Ja, der Film ist abgearbeitet und wie gesagt, 7 von 10 Punkte und das ist ordentlich, denn Spaß gemacht hat er, unterhaltsam war er, aber wäre jetzt im Grunde nicht so ganz, würde jetzt nicht so ins Schema meines Kanals passen, aber dafür habe ich ja auch die Playlist andere Genre, gell? Also 7 von 10 Edelsteine für Im Bann des Kalifen. Ja, und das war dann auch schon wieder die Review, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas die Zeit vertreiben. Wenn dem so gewesen sein sollte, ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns am nächsten Wochenende ja zum nächsten Video wiedersehen und wiederhören würden, gell?
Mal sehen, vielleicht kommt jetzt mal unter der Woche auch mal wieder ein Short. Das kommt immer darauf an, wie mich die Arbeit geschlaucht hat an dem Tag, wo ich überhaupt Lust dazu habe, gell? Aber ansonsten sehen wir uns halt am nächsten Sonntag oder am Wochenende generell dann wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch und ich sage Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.